Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ja euch versprochen, ein bisschen mehr über dieses Gerät zu erzählen. Und ist es nun geil oder ist es nun Schrott? Das erfahren wir gleich. Und nun geht's los. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, um dieses Thema ein bisschen tiefer greifen zu machen. Das ist ja der Evistar Digital Recorder, ein 2-in-1 Gerät, also 2-in-1 Gerät, weil das Teil kann aufnehmen, bla bla bla, und es kann auch Musik abspielen, wenn ihr mal einfach Bock auf MP3 habt. Ja gut, ich zeige euch das mal das Gerät mal näher, und zwar, das ist hier der Evistar Digital Recorder, ein vollwertiges 2-in-1 Gerät, bietet neben der Aufnahmefunktion auch einen vollwertigen MP3-Player. Kann man hier umschalten, das ist so gar kein Problem. Die Anzeige erfolgt über einen 1,4 Zoll TFT-Bildschirm und die Files können auf einem internen Speicher mit 8 GB abgelegt werden. Das Gehäuse des L150, so heißt die Bezeichnung des Gerätes, das L150 besteht aus einer Aluminiumlegierung, eine dünne, robuste Konstruktion. Der Recorder ist mit zwei extrem findlichen Mikrofonen ausgestattet, die eine gleichbleibend hohe Audioqualität behalten. Die perfekte Aufnahmequalität erreicht man mit 1536 Kilobits. Die Dymic-Geräuschreduzierung, die hier in dem Gerät als Software drin ist, der Umgebungsgeräusche für klare und störungsfreie Aufnahmen. Die Aufnahmen können im WAV- oder MP3-Format gespeichert werden. Durch die große Speicherkapazität von 8 GB, die hier in diesem Gerät drin sind, können bis zu 560 Stunden Audioaufzeichnungen speichern, ohne alte Aufnahmen zu löschen zu müssen. Und jetzt zeige ich euch mal die einzelnen Teile nochmal, die wir im Unboxing schon gesehen haben. Dieser Kasten, das ist für ein Line-In, die man einfach zwischen Telefon und der Telefondose anschließen kann und somit Telefongespräche mitschneiden kann. Wichtig ist an der rechtlichen Lage, dass man, wenn man Telefonanrufe mitschneiden möchte, dass der Gegenüber Bescheid weiß. Und so wird das dann angeschlossen. Hier rein. Und dann kommt die Buchse hier rein. Und dann kommt das einfach hier in den Line-In. Und schön könnt ihr Telefonanrufe mitschneiden. Aber das ist jetzt nicht Thema bei uns. Dann haben wir hier noch ein Mikrofon. Das ist so ein Ansteckmikrofon, was man sich hier anstecken kann. Und ich habe es vorab schon mal ausprobiert. Und das Ding ist, wie soll ich sagen, nicht so toll. Also auf gut Deutsch, Schrott. Genauso. Deswegen empfehle ich euch gleich was anderes dazu. Da kommen wir gleich dazu. Mit diesem Kabel wird einfach aufgeladen und die Daten übertragen. Das geht ganz einfach über diese USB-Buchse. Reintun, einfach in den PC hinein und schon kann das Ding aufgeladen werden und die Musik heruntergeladen werden. Und das hier sind Knopfohrhörer. Damit könnt ihr MP3-Musik hören und auch das Aufgenommene anhören. Kommen wir jetzt zu dem Gerät selber. Man schaltet es hier einfach ein, dann startet das Gerät und ist man in der Aufnahme drin. Jetzt ist die Geräuschunterdrückung nicht aktiviert. Ganz einfach, weil wenn die Geräuschunterdrückung aktiviert ist, nimmt er den Mono auf. Das heißt, Mikrofone sind gleichgeschaltet. Wenn man die Geräuschunterdrückung ausgeschaltet hat, dann ist das in Stereo. Das sieht man auch, wenn man jetzt hier auf Rekord drückt. Dann sagt die
ja, die Ausschläge des Tons einfach unterschiedlich sind. Und dann können wir ja mal das Ganze mal ausprobieren. Hallo, ich bin Stefan Ra und ich zeige euch diesen schönen Digitalrekorder. Jetzt von der anderen Seite. Hallo, ich bin Stefan Ra und ich zeige euch diesen Digitalrekorder. Jetzt müsste das in Stereo auf der rechten, auf der linken Seite gehört worden sein. Und hier rüber, über diese Taste, macht man einfach nur noch Stopp. Dann ist die Aufnahme gespeichert. Man muss es doppelt drücken, wenn der Bildschirm ausgegangen ist. Ja, jetzt macht man das Ganze nochmal. Allerdings habe ich ja gesagt, das Teil hat keine gute Qualität. Wir können es gerne mal ausprobieren. Man steckt das hier in Mikrofonleinen hinein. Zack, hier ist es drin. Dann drückt man wieder auf Aufnahme. Hallo, ich bin Stefan Ra und ich zeige euch dieses wunderschöne Gerät, den Evista Digitalrekorder. Und da ich ja gesagt habe, ich habe ein anderes, noch viel besseres Ansteckmikrofon, und zwar ein Boya. Hat ein sehr langes Kabel, ich glaube, das sind ungefähr 10 Meter. Muss ich nachgucken. Mit so einem Klinkenstecker, der eben halt dreipolig ist. Deswegen nur, weil man das auch ans Handy anschließen kann. Man kann das ans Smartphone anschließen und man kann es an jede DSLR-Kamera sowie auch an dieses Gerät anschließen. Man schließt das hier einfach nur an, schaltet das Gerät wieder ein und dann machen wir die Aufnahme einfach an. Und was passiert? Kein Ausschlag, wie man hier sieht. Kein Ausschlag. Das bedeutet, man muss jetzt hier auf Kamera umschalten. So, jetzt machen wir wieder die nächste Aufnahme. Hallo, ich bin Stefan Ra. Ich zeige euch den Evista Digitalrekorder. Und die Aufnahme ist doch viel besser mit diesem Kondensator-Ansteckmikrofon. Ich habe euch für dieses Mikrofon auch in der Beschreibung hier unten habe ich dann euch den Link reingesetzt, wo ihr dieses wunderschöne Mikrofon günstig kaufen könnt. Also der Ton, den habe ich ungeschnitten und unbearbeitet euch jetzt eben gerade vorgespielt. Und jetzt gehen wir mal in das Menü hinein. Hier ist einfach hier die Menütaste und hier kann man die Geräuschminderung einstellen. Da muss man reingehen. Wenn man das jetzt so anguckt, dann die Geräuschminderung, dann drückt man die Menütaste und dann kann man die auch einschalten und ausschalten. In dem Fall ist jetzt im Moment Hahn ausgeschaltet. Man kann das hier rechts und links niedrige NR, mittlere NR und hohe NR, also Nebengeräuschunterdrückung einschalten. Ich lasse die ausgeschaltet und drücke nochmal die Menütaste und dann können wir in Instrumente reingehen. Und dann kann man Kalender, Stoppuhr, Wecker, Timingaufnahme und natürlich auch Exit drücken. Hier mit Menü immer bestätigen. Hier gibt es die Einstellungen. Hier gibt es dann die Aufnahmeeinstellungen. Und hier kann man dann ein Aufnahmeformat. Ich kann euch immer WAVE empfehlen, weil das für die meisten Schnittprogramme sehr gut geeignet ist, mit WAVE zu arbeiten. Aber das wissen die meisten YouTuber ja natürlich selber. Dann kann man die Bitrate der Tonaufnahme einstellen. Und man nimmt am besten natürlich für die bestmögliche Aufnahme die höchstmögliche Bitrate. Dann kann man dann einstellen Aufnahme-LED, dass man das sehen kann. Den Aufnahmemodus kann man auch verändern. Normal, Track 1 und AVR-Modus. So dass er dann eben halt startet, wenn man redet. Da gibt es diverse Systemeinstellungen. Da kann man Sleep Timer, Display-Einstellungen, Datum, Uhrzeit, die Sprache und Informationen, Geräte kann man auch komplett formatieren.
und natürlich auch Werkseinstellungen verwenden. Mit der Stopptaste kommt man natürlich auch aus den Menüs raus. Dann gibt es die Ordner. Das ist für MP3 geeignet. Und in Wiedergabeeinstellungen, den Wiedergabemodus und die Toneinstellungen kann man verändern. Wiederholen, Shuffle, Wiederholung oder die Toneinstellungen, Equalizer und gehen wir da mal rein, Variable Geschwindigkeit. Man kann ja die Geschwindigkeit auch verändern. Ja, so, dann gehen wir wieder raus. Wir lassen mich jetzt hier nicht raus. Da. Dann kann man auch natürlich eine Aufnahmeszene nehmen. Da gehen wir mal rein. Normal gibt es einmal Interview, Sitzung, Outdoor, an der Bar, Konzert, Versammlungsraum. Und ich lasse es immer auf Normal stehen, weil ich es immer mit Audi Acity selber nachbearbeiten möchte. Und da ist das am besten. Ja, das ist ein tolles Gerät. Ich zeige euch nochmal eben, wie das eingestellt wird. Einmal Mikrofon, Telefon, Line-In. Kann man hier umstellen. Dann die Lautstärke zum Hören, Löschtaste und einmal den USB-Anschluss. Das Ganze nochmal. Hier ist die Hold-Taste. Wenn man die Hold-Taste aktiviert, merkt man, Schloss ist da, Schloss ist weg. Jetzt ist das Schloss da, man kann nichts verstellen und man kann einfach in die Hosentasche stecken mit den Ansteckmikrofonen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, dann gibt es nochmal Musik, DVR, eben halt für MP3 mit Musik, DVR für die Aufnahme. Kopfhöreranschluss erklärt ihr von selbst und Mikrofon und den Line-In. Jetzt habe ich euch mal alles genauer gezeigt und ich kann euch das Gerät wirklich wärmstens empfehlen. Das ist gar nicht mal so schlecht, ich werde es aber nur empfehlen können, weil ich die ganze Sounddatei komplett mit Audi Acity, den Link setze ich euch mal in die Beschreibung hier oben mit rein, oder ist das nicht da? Irgendwo da oben in der Ecke ist das dann der Link dazu und da kann man das sehr gut nachbearbeiten. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, kauft euch dieses Mikro, Kondensatormikrofon mit dazu, weil ich bin der Meinung, es macht die bessere Tonqualität als das mitgelieferte Mikrofon, weil hier ist einfach auch keine Stromversorgung, nichts dabei. Er nimmt den Strom natürlich nur von diesem Gerät und der hat seine eigene Stromversorgung. Deswegen kann ich dann euch nur wärmstens empfehlen, kauft euch einen extra und ja, ich hoffe, euch hat das Video sehr gut gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu diesem gesamten Video, was ich euch hier heute mal gezeigt habe, einen Daumen hoch geben würdet. Und vielleicht auch in die Beschreibung, unter die Beschreibung, einen Kommentar hinterlassen würdet. Wie findet ihr das Gerät? Ist das geil? Ist das Schrott? Ich weiß es nicht. Ich finde es gut. Ich werde es auch weiterhin verwenden, wenn ich mal draußen unterwegs bin. Und unter die Beschreibung werde ich auch die Links zu diesem Gerät und zu diesem Mikrofon mit beisammen. Ich würde mich über euren Support sehr freuen. Und vergesst nicht, diesen Kanal hier unten zu abonnieren und die Glocke setzen, dann kriegt ihr jedes Video mit. Und ich wünsche euch noch alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao!